Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Parktour auf unserem Kanal. Heute sind wir in Shinventure und auf der gleichen Stelle, wie wir unser erstes Video von Shinventure gemacht haben. Und der Rick ist auch wieder dabei. Ich habe ein Déjà-vu. Hallo. Ja, ich habe auch ein Déjà-vu. Ist so schön. Ja, hier waren wir schon mal, ne? Genau an der gleichen Stelle haben wir auch angefangen. Finde ich gut. Na dann, warum sind wir denn jetzt hier? Ja, der Park ist jetzt fertig von der Shinguin und wir haben uns einfach gedacht, wir zeigen den einfach wieder. Jetzt in finaler Form. Ich bin so neugierig, ne? Du bist so neugierig? Mhm. Ich muss ja sagen, wir haben ja ab und zu mal den Park verfolgt, auch in den Let's Plays, und haben dann irgendwann aufgehört, um nicht zu gespoilert zu bekommen. Also wir wissen einen gewissen Teil, aber nicht alles. Richtig. Und halt was vom letzten Markt, wo Video halt noch übrig ist, aber das ist ja schon ein bisschen her. Ist schon ein bisschen her. So, dann wir gucken erstmal hier rein. Hat sie hier was ausgebaut? Nein, hat sie nicht. gleich Minuspunkt. Ich hätte jetzt hätte ich gedacht, dass da was ist. Kannst du nicht davon ausgehen, dass du in jedes Haus reingehen kannst. So was macht doch keiner. Ja. Dachte halt, dass da eben irgendwas ist. Aber das ist neu. Oh, das ist neu. Oh. Zu. Ja. Ja. Hat sich wohl nicht gut gehalten. Hat sich wohl nicht so gut, cool. Nicht so gut verkauft. Ja? Die Idee mit der Luftballon finde ich eigentlich ganz cool. Hast du die hier? Hm. Mag ja, ich. Sieht gut aus, ja. Kannst du ja auch schon einfach rausnehmen, glaube ich. Aber guck mal, sie sind sogar befestigt. Hey. Oh ja, da hätte ich gedacht. Aber da hängen ganz schön viele Luftballons in einer Schnur, ne? Ja, sind aber alle verbunden. So. Ist okay. Er ist oft so, ne? Stimmt. So, eine Toilette haben wir. Oh, hier ist ein LKW. Ah, den erinnere ich mich auch noch, ja, stimmt. Ja, irgendwie so ganz dunkel. Da war was, ja. Ja gut, da macht es ja Sinn, dass die Sachen zu sind. Das ist ja, glaube ich, nicht nutzbar, oder? Ne, du kommst ja nicht dran. Oder ist hier doch, hier ist ein Weg. Doch, die sind verbunden. Oh, wow. Das ist aber echt gut integriert dann. Finde ich auch cool. So. Ja, aber ein schöner Platz hier vorne, ne? Ja, gefällt mir. Also außerhalb vom Park. So, dann, wir haben ja gejumpt. Parkplatz haben wir. Oh ja. Ist doch schick. Ich mag den. Denke ich auch. Und alles auch geordnet, ne? Alles Einbahnstraße. Muss ja auch alles korrekt sein hier, ne? Boah, wie viel um den Park drumherum noch passiert, das ist ja Wahnsinn. Ja, ist wirklich, wirklich viel passiert. Das ist zum Rausfahren, okay. Ja. Wir haben ein Parkhaus auch noch gekriegt. Ja, war nicht genug Parkplatz an dem anderen Platz. Ich glaube, ich würde eher im Parkhaus parken, muss ich mich ehrlich sagen. Aber ja? ich glaube, aber das Parkhaus gehört, glaube ich, zum Hotel, oder? Irgendwie. Irgendwas habe ich da in Erinnerung irgendwie. Ich weiß nicht, wie es wirklich von dem Parkhaus ist. Weil es ist ja direkt da drunter, weißt du? Das kann schon sein. Weil hier ist ja der Weg, dann kannst du nämlich hier hochlaufen. Ah. Ja. Ja, gut, das kann sein, klar. Dann kommt man hier hoch ins Hotel. Wollen wir schon ins Hotel? Ne, wir gehen durch den Eingang. Ne? Das ist am Anfang anfangen. Sind die Parkour-Profis wieder am Start hier. Ja, normal. Wir haben uns nicht gebessert von damals. So, Busparkplatz. Okay, wir sind im Bus angekommen, alles klar. So, hier ist auch noch ein unterirdischer. Ah, das ist vom für den Parkplatz, wenn du Parkplatzgründchen hier hochkommst. Ah, okay. Genau. Gut, dass sich hier einer auskennt. So ein bisschen. So, und hier sind wir in Shinventure. Die Kassen sind geschlossen, soll keiner rein. Ich habe Leute da. Und hier sieht man schon, es hat sich ein bisschen was geändert. Die Skyline ist anders, ne? Ja, da ist so ein Berg. Also und ein Luftballon. Das erste, was auffällt. Ja, stimmt, ja. So, hier sind die Toiletten. Erste Hilfe. Oh, hier geht's. Achso, das ist hier zum Backstage. Mm, genau. Ich meine so, nämlich auch. The Madness. Das ist eine Achterbahn, die schon vorgefertigt ist, ne?
Ja, guck mal, hat sich, glaube ich, was dran getan, meine hat ich. Sich, hat sich was getan? Ich weiß jetzt echt nicht mehr, wie der letzte Stand war. Das ist so lange her, die Parktour, aber ich meine... Ich glaube, der Raum hat sich geändert, oder? Hier. War der schon vorher da? Ich weiß es nicht, aber er ist jetzt da. Und ein Symbol ist da. Ich weiß auch nicht, ob das schon vorher da war. Ich glaube nicht. Das kommt mir neu vor. Das kommt dir neu vor. Ja. Ach, da ist er ja. Gut. Ja, springen wir doch direkt in die erste Achterbahn. Ja, natürlich. Aber direkt mitten rein. Ja, so. Ich habe ein bisschen Probleme mit der Maus tatsächlich. Och, Mann. Ja, das wird lustig heute. Ja, es wird sehr lustig. Aber das sollten wir eigentlich hinkriegen. Ja, denke ich doch. Boah, sehr steil. Das ist doch üblich für den Achterbahn-Typ, oder? Für den hier? Weiß ich nicht. Ja, doch, der Berg ist doch neu, oder? Der Berg ist neu, glaube ich, ja. Oh, der Trigger war, glaube ich, auch neu. Bin mir nicht sicher. Gefällt mir aber, die neue Thematisierung. Ich glaube, damals waren wir einfach so leer da, ne? Ich meine auch. Ich glaube, das Ende war hier war thematisiert. Im doch. Prinzip fast ausschließlich Terraform, ne? Aber macht total viel aus. Nur Terraform, ne? Hier geht's raus. Sehr schön, sehr, sehr schön. Das erschlägt dich auch so ein bisschen, ne? Hier so einfach so. Riesengebäude. Boom. Ja, in manchen Parks gibt es halt einfach so ein Riesengebäude, das eventuell. Oh, guck mal hier, direkt. Building Times. Ach, faszinierend. Oh. Western von 22 bis 23. Übergangsweise, glaube ich, war es. Drei Jahre hat gebraucht jetzt. Ja. Ein ganzes Jahr für Western gebraucht. Ja, 3 Jahre ist der Park, genau. Ja, mit dem Western-Bereich hat sich auch einiges getan, ne? Definitiv. Ab da ging es bergauf. Da ist ja, sag mal, der Baustil mal komplett um 180 Grad gedreht. Mhm. Sehen wir ja gleich die, auch. Die sind auch neu. Ja, ich glaube. Ich erinnere mich an die nicht. Ich weiß nicht. Also, mir kommen sie auch irgendwie unbekannt vor. Okay, drin ist aber nichts. Hier ist was drin. Automat. Das ist sehr funktional. Ich bin mir nicht sicher, aber. Die waren vorher nicht da. Gefällt mir. Gefällt dir? Ja, wir gehen rechts rum, ne? Ja, ich würde jetzt hier zu Horrorbereich erstmal gehen. Ja, ja, von dem weiß ich nicht viel. Da habe ich abgeschaltet, da wollte ich mich nicht spoilern lassen. Hier drin ist ein Freefall und ab da habe ich angefangen, die liebe Shinguin zu schauen. Da habe ich sie gefunden, sage ich mal so. Ja, er steht schon länger da, ne? Der steht schon länger hier, ja. Wie man hier sieht. Schön, schön. So. Immer wieder gut, so ein Freefall Tower in einem gemäuerten Turm. Der ist, kennt man. Bisschen. Aber weiß nicht, dass das schlecht ist. Nee, absolut nicht. So, hier sind auch wieder Toiletten drin. Das Haus gefällt mir irgendwie so ein bisschen. Das ist eine schöne. Ich mag das auch. Schöne Form. Ich glaube, es hat mir damals aber auch schon gefallen. Aber steht auch schon länger hier. Das ist schon Anfang an. Das ist, glaube ich, ein Restaurant. Dann das Riesenrad. Und es ist jetzt eine Geisterbahn hier drin. Ui, ui, ui. Da muss man jetzt rein. Bin ich jetzt neugierig. Ich würde es vielleicht mal dunkel machen, wenn schon Geisterbahn und Gruselbereich. Ja, das können wir natürlich machen. Und dunkel. Wie schaurig. Ich wette, wir spoilern uns gleich, wenn ich jetzt hier drauf drücke. Ja, machen wir vor Pause. Ja, besser so. Man sieht, es ist was drin. Ja, aber einiges, ne? Hat was, so ein bisschen irgendwie gemütlich.
glaube, ich muss mich ein bisschen umgucken, kann das sein? Ja, schadet bestimmt nicht. Hey. Ja. Die ist fies. Boah, die ist wirklich fies. Ich hasse Schwinden. Wie auf der Kirmes. Wie auf der Kirmes. Oh, schön. Ich weiß nicht, ob da Bilder drin sind. Das habe ich jetzt. Ich weiß nicht, hat der Park Custom Media? Das weiß ich nicht. Oh, cool. Der gefällt mir ja richtig gut, der Keller hier. Okay. Wurde gerade einer geköpft? Ich weiß es nicht. Das hat mir so angehört, ne? Ja. Ich finde die richtig gut. War gut? Definitiv. Also wenn ich mich so zurückerinnere, wie leer das Haus mal war, dagegen ist super viel passiert da drin. Vor allem, es war ja auch so eine Lücke, ne? Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst. Ich glaube schon, ja. Da war hier irgendwo so eine Lücke drin, ne? War auch lustig. Ich glaube, hier konnte man durchgucken. Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, genau, ja. So. Hat sich viel getan, sehr schön. Viel getan, ja. Guck mal, sehen die Besucher auch, da kommen wir voll, dass da ist. Ich weiß gar nicht, wie viele hier drin sind. Okay, du. Wir haben 7000 Besucher hier drin. Wow. Okay. Dafür läuft es aber tatsächlich doch recht flüssig, muss ich sagen. Ja, es ist beeindruckend. Kenne ich so gar nicht, das Spiel so flüssig laufen kann. Genau, hier haben wir noch eine schöne Schirmchenfahrt. Ich weiß gar nicht, wie sich das wirklich nennt, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Bisschen versteckt, aber oh, nett. Ja, klein, ne? Ist hier ein Schild oder was? Nö. Also man weiß eigentlich gar nicht, wofür man ansteht, doch wenn man hier reinguckt. Ja, musst du gucken. So. Oh, hier ist auch was Neues. Kann mich hier nicht... Überall sind neue Ecken. Oh. Ist das neu? Ach, guck mal, ich sehe es ja jetzt schon, was da drin ist. Jetzt muss nur was hier vorbeikommen, oder? Ich glaube, das ist der Parkzug, ne? Das ist, Kann der so gekippte Schienen? Ist ja nicht gekippt, oder? Doch. Aber sieht aus wie ein Parkzug, ja. Kann der Parkzug so gekippte Schienen? Oder sieht das einfach nur so optisch aus? Ich weiß es gar nicht. Also er macht es auf jeden Fall. Ob er es jetzt normalerweise kann, weiß ich nicht. Ach so, du meinst mit Mod und so? Ja. Kann natürlich sein. Oh, da kommt was. Da. Aber der wird aber... Jetzt haben wir noch ein bisschen... Der würde es nicht triggern, oder? Doch, tatsächlich, okay. Also es ist entweder totaler Zufall oder es ist wirklich getriggert an der Stelle, ne? Hä, warum bleibt der hier stehen? Richtig. Dass die Leute gucken können, oder was? Richtig, dann, noch dann ist das aber mit Mod, oder? Dann, anders kannst du das Ding doch gar nicht. Kannst du nicht sagen, hier anhalten, oder? Aber da ist doch keine Station. Das ist total genial. Das heißt, sie bleiben hier stehen, können rausgucken hier und können das beobachten. Ja, dann nehme ich alles zurück, dann machen die Trigger Sinn. Das ist super beeindruckend jetzt. Aber das macht die doch nicht von Standard, das muss. Ist das eine Mod? Ich weiß es nicht. Ich habe diesen Zug wirklich jahrelang nicht mehr gebaut, ich weiß ja, es nicht. Ja gut, wir haben ja unseren People Mover, deswegen kennen wir uns eigentlich nie aus. Ja. So, jetzt will ich nochmal gucken, warte, ich will nochmal gucken, ob der jetzt wirklich da nochmal anhält oder ob das einfach nur Zufall war. Ja, der hält da an. Ist ja Wahnsinn. Ja, das ist ja richtig cool. Das ist richtig cool, ja. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Nee.
So, hier ist noch die Wasserbahn. Die stand da auch schon vorher. Ja, ich glaube, der Bereich, der war... Bereich war komplett fertig, wo... So wie er war, glaube ich, jetzt. Ja, da haben wir uns ja damals schon drüber gefreut, wie toll der ist. Aber die Achterbahn war nicht so gut. Mal gucken, ob sie jetzt anders war. Mhm. Ja, jetzt kommen wir hier hoch zur Burg, würde ich sagen. Er ist immer noch schön hier. Ja, wäre schlimm, wenn sie jetzt was geändert hätte. Ist gut gealtert. Gefällt mir immer noch. Ja, eben. Warte mal hier. Genau, da. Ja, das weiß ich auch noch. Schön mit dem Weg thematisiert. Hier hat sich auch nichts mehr geändert. Guck mal, hier hätten wir jetzt noch ein paar Liegen machen können. Nein, ist alles gut. Ja, mehr geht immer, ne? So ist ja, mehr nicht, geht aber. Immer, natürlich. Mehr ist nicht unbedingt besser. Jetzt bin ich gespannt, ob da jetzt ein paar Räume weg sind oder immer noch da sind. Das interessiert mich jetzt. Genau, hier ist das Restaurant, was wir so schön fanden. Ich fand das ganze Innenleben. Das ganze Hotel war geil, ne? Ja. Warte mal, hier war irgendwo eine Treppe, genau hier. Dann kann man nicht auf die erste Etage. Ich war schon mal hier. Ah, schön. Ja. Ist noch Toilette, ne? Ah, ne, das ist der Raum. Ah, okay. Es ist ja alles hier mit Geld gespielt, ne? Es ist, muss, ist, ja, muss ja, ja alles das funktionieren. Deswegen, es muss ja tatsächlich funktionieren, ja, stimmt schon. Also die meisten Räume. Sind oben. Ich weiß jetzt. Hä? Spannend. Ach, guck mal, genau, stimmt. Die sind ja immer verschieden gewesen. Ach ja. Warte mal, jetzt die oberste Etage. Oh, gibt's keine, okay. Nö, ja, hat sich nichts verändert, aber wunderschön. Immer noch. Da brauchen wir halt nichts ändern, ne? Brauchen wir nichts ändern. Das Hotel. Mag ich immer noch sehr gerne. Schön. Mhm. Zum Park. Ja, dann auf zum Park. Auf zum Park. Das ist auch sehr cool hier mit dem Eingang, dass du hier drin bist. Ich finde es auch so schön, dass es einfach alles nicht leer ist, sondern dass überall was steht. Ja. Das ist gerade bei Innenräumen, ist es ja wirklich nicht selbstverständlich in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob das schon vorher war oder ob es nachgetragen hat. Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es war schon da. Meinst du? Ich könnte mir vorstellen. Das ist die Krake. Mhm. Auch ein schönes Häuschen. Das hat was, ne? Ich weiß gar nicht, ob in dem Bereich überhaupt was passiert ist. Ich weiß nicht, ob da irgendwas anderes da ist. Ich auch nicht, aber. Achso, ich soll ja Zeit ändern. Mhm. Selbst wenn hier nichts anderes ist, ist es immer noch ein super schöner Bereich. Ist definitiv. 8 PM stand da. Ja, habe ich doch 20 Uhr, meine ich doch. Ja, das ist ein bisschen auf 0 gegangen. Ist aber egal. Bin ich auf 0 gegangen? Ja, keine Ahnung. Ist kann egal. Sein. Ach, das war das Ding, gemacht. Ja, ich erinnere mich. Ah, oh, das ist schon. Ja, das ist echt schön. Also Ansätze waren da, ne, damals, ne? Das war. Ja, also damals war diese Bereiche das Highlight vom Park. Definitiv. Und was da noch kommt oder kommt vor, ist. Vor allem, du musst dir überlegen, das war auch schon wieder 2 Jahre her, wo wir den angeguckt haben. Ja. Also noch sieht es nicht so aus, als wäre es viel anders als damals, aber da kommt auf jeden Fall noch einiges auf uns zu, wo man diese 2 Jahre Unterschied schon noch sieht. Ja, definitiv. Also komm, wir bleiben einfach mal bei Nacht. Wenn schon über die Lampen sind, ne? Wenn schon über Lampen sind. Da hat sich auch nichts getan, tatsächlich. Ich glaube, hier hat sich gar nichts getan. Nö, ich glaube auch nicht. Aber es gibt ja bestimmt auch Leute, die sich das hier anschauen und die letzten paar davon nicht gesehen haben. Ich meine, das ist 2 Jahre her. Da gab es bestimmt sehr viele Leute, die uns noch gar nicht gekannt haben. Ich glaube, da hatten wir gerade mal 20 Abonnenten oder so, wo wir den gezeigt haben. Ey, das ist für unser erstes Video. Oder was, das zweite? Also, es war auf jeden Fall ganz am Anfang. Naja, ja, doch, ich glaube, wir haben Bella Titania 0 gehabt, oder? Ja. Part 0, da haben wir gerade vorgestellt, ne?
So. Das ist schon Wahnsinn, das ist viel getan seitdem. Nicht 0 Uhr. Horrorhotel? Heißt das Ding Horrorhotel? Horrorhotel? Nee, und ich war, glaube ich, ich glaube, ich war noch hinten. Genau, das heißt Wellenritt. Ja, okay, das macht irgendwie mehr Sinn. Ach. Stop. Die Fackeln sind neu. Fackeln sind neu. Oh, hier kommt der Fett gerade hoch. So viel verpasst man. So viel verpasst man hier nicht. Viel Spaß. So, jetzt bin ich gespannt. Hat Chini ausgebessert, ja oder nein? Doch, ich glaube schon. Ich weiß gar nicht, wie sie damals genau war. Fühlt sich anders da an. Also, die fährt doch, also so würde ich sagen, die fährt gut. Okay. Aber die Passage mit den Ketten, die von der Decke hängen, da nehme ich noch. Das fand ich damals schon cool. Achso, wo sie da drüber fahren mit den Ketten, ja, genau. Mhm. Oh, Balken. Patsch! Kapupf! Ja gut, ich muss sagen, halt mit dem Lift jetzt, das war schon wieder. Ja, Das war ein bisschen schnell. Ja, genau. Aber das ist auch die einzige Stelle gewesen, die irgendwie... Ich glaub, das war die einzige Stelle, die gerade so geblieben ist. Die anderen... Die ganze Strecke hat sich, glaube ich, geändert so ein bisschen. Also vom Smoothing her. Ich habe es mir schlimmer in Erinnerung irgendwie. Ich auch. Aber ich weiß nicht mehr wie. Ich hätte vielleicht mal den Park vorher angucken sollen. Ja, gut, ich meine, so erleben wir den Park Nummer 9, ne? Ja, ist ja nichts Verkehrtes. Also ich glaube auch, bei der Bahn hat sie auf jeden Fall irgendwas getan. Hoppa. Und da sind wir schon wieder in der Station. Nee, ich habe es schon mal in Erinnerung. Schöne Fahrt jetzt, außer bis auf den Lifthill, wo der so reinknallt, sag ich mal. Ja, diese eine Stelle. Die eine Stelle halt. Aber ansonsten davon, alles supi. Ja. Gefällt mir. Ja, ist abgenommen. Ja. TÜV bestanden, bis auf den Lift. Kommt das Metaro-Siegel. Muss man so einen Stempel bauen. wenn mir der Achterbahn gefällt, kommt da so ein Stempel. Puff. Wäre schon witzig. Wär lustig. Ich glaube, sowas bastel ich mir mal für Videos. Sehr gerne, ich hätte auch gerne einen. Der ist auch gerne ein, okay. Aber dann irgendwie für, weiß ich nicht, verschiedene Höhen oder so. Ja, auf verschiedenen Höhen gebaut. Puff, Stempel. So, hier nochmal eine schöne Ausruhplattform. Und schöne Custom Supports, ne? Ich habe gerade darüber nachgedacht, ob die Supports vorher ein Thema waren, aber ich glaube schon, ne? Ich glaube, die war schon vorher dabei, glaube ich, die Supports, glaube ich, ja. Ja, meinst du? Ja, gut. Mhm. Bin ich der Meinung, kann aber auch falsch liegen. Ja, ist in dem Fall gut, dass sie da sind. Ah, doch, ja, die kommen mir bekannt vor. Ja, irgendwie. Die ist hängen geblieben. Die Stütze ist hängen geblieben. Ja. Auch ein schönes Haus. Kann man voll gut aus diesen Schiffteilen machen, ne? Ja. Oh, hier kommen wir schon zum Western. Ja, da wäre ich mir sicher, dass es den Bereich noch nicht gab. Nee, den gab es da noch nicht. Warte mal, was ist hier? Gab's das auch schon? Ja, ich glaube schon. Glaub schon? Ah, das ist. Ah, okay. Ja. Ist so schade, dass sie leer ist, ne? Ja, ist nix los da. Nix los. 7000 Leute und es ist nix los. Das ist echt seltsam, ne? Kannst du alleine reinsetzen. Hey! Ja, ich finde das lustig beim Hunter Park, dass die, obwohl nur der Blue Fire drin sitzt, trotzdem losgefahren ist. Finde ich gut.
Ja. Oh, schön. Ich meine, die Show war auch schon da. Die Show war... War die schon da? Ja, aber ich mag die Show auch. Das ist schön. Ich bin gar nicht so sicher, ob die da war oder nicht. Ich meine, da kommt das so bekannt vor. Aber es ist cool, dass man sich da hinsetzen kann, sich das anschauen kann. Ja. Und ja, du auch trotzdem vorbeilaufen kannst und halt keinen Störst, weil es so erhöht ist. Sehr schön. Und wo geht's hier lang? Ah, hier geht's auch zum Western-Bereich wahrscheinlich, ne? Das sieht nach Western aus. Ja, das sieht nach Western aus. Wir wollen doch nicht zu Western. Wir wollen doch nicht zu Western. Ich bin noch bei Piraten. Ich hätte magst keine Piraten. Nö, das, also, wenn ich selber baue, nicht. ich will verlaufen. Ah, ne, hier. Da waren wir doch auch schon. Ja, aber hier kommen wir jetzt zu Western. Ich glaube, oder haben wir es jetzt? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, wir haben es gesehen. So, wie viele Fässer sind hier? Nicht genug. Ja. So. Ja gut, so, dann kommen wir mal in den neuen Bereich, den es damals nicht gab. Ja, Western war, glaube ich, so der erste Bereich, wo es richtig angefangen hat, richtig abzugehen. Ja. So, hier hat sich der Baustil komplett um 180 Grad gedreht. Wir sind direkt in ein rundes Haus, ne? Minion Runner, genau, rundes Haus. Also alles abgezäunt jetzt, schön. Kann man drüber hüpfen. Ja, aber nur wenn nichts los ist. Ja. Hoppa, so, immer ein Zaungesprung. Ist aber sehr agil unterwegs. Oh, auch schön. Ja. Guck gleich mal hin. Ja, sehen wir alles noch. Da ist noch irgendwas. Ja, gefällt mir alles. Übrig was zu sehen hier, ne? Voll abwechslungsreich. Und man kann nach draußen sehen, das öffnet so ein bisschen den Raum, finde ich gut. Es gibt im Raum auch ein bisschen Luft. Ja, ja. Ist gern stickig in solchen Räumen. Oh ja, Warteschlangen sind immer. Auch schön, dass man hier nochmal die Bahn sehen kann. Das ist auch immer toll in Warteschlangen, ja. Was ist jetzt unter die Mine? Oh, hier haben sie gerade einen Kristall gefunden. Ein grün leuchtender Kristall. Was auch immer das sein könnte. Ein Opal, ein leuchtender. Ja, auch nummeriert. Toll, toll, toll. Oh, hier sogar hier mit. Storage. So, ich wette, wir sind in den falschen. Der Minion, natürlich. Natürlich. So, warum sollen wir denn auch den richtigen erwischen? Das ist so eine Spur gesetzt, einfach grundsätzlich im falschen Zug setzen. Och Mann. Lang nicht mehr gespielt hier, ich merke das schon. Seitdem Profile und du den Pack hattest, war ich nicht mehr drin. Ja, verstehe ich. Also lange das habe ich den Pack auch noch nicht. Da wollen wir mal da hinten sitzen, ne? Ja, es gehört sich das so. Ne, Wagen, so. Oh, hier ist aber ordentlich was los. Guten Tag. Schön überdacht, ne? Wenn wir jetzt ein Platz weiter drüben sitzen würden, hätten wir die ganze Zeit rausgucken können. Ja, ich habe mich auf den, glaube ich, rübergesetzt. Ich bin mir nicht sicher. Naja, jetzt sind wir hier. Ich bin rübergesprungen. Einmal durch die Mine durch. Ja, ist schon cool. Diamanten. Alles in allen Farben. Edelsteine, Diamanten. Alles da. Ist aber wirklich sehr viel Kurven, ne? Kurvenreich ist er auf jeden Fall, ja. Ich glaube, da war gerade, weiter. Müssen wir gleich nochmal reingucken. Ich glaube, das war Notausstieg. Ich glaube, müssen wir sowieso mal über diesen Bereich rüberfliegen. Ich habe das Gefühl, wir haben einiges nicht so richtig gesehen. Ja, ich bin auch noch gar nicht richtig rein. Gegangen. Wir sind ja direkt in der Achterbahn. Ja, ich war direkt da. Ich war noch gar nicht richtig drin im Bereich.
Oh, komm hier, was aber? Das habe ich mir auch nicht gesehen. Aber eine lange Fahrt. Mhm. Aber auch nur üblich für so ein. Stimmt, für so ein Mine Train ist das eigentlich schon so. Mhm. Üblich. Ich kann mich gut erinnern, als du angefangen hast, für diesen Park, für diesen Bereich. für diesen Park, ja. So ein bisschen zu brainstormen, was man machen kann. Habe ich ein bisschen mich mehr hingesetzt. Irgend so ein Beispielding mal gebaut, was man so tun könnte. Erinnere ich mich noch. Und dann hat sie gesagt: Nein, mach ich anders. Ich hab's ja irgendwo noch rumfliegen, diesen Park. Ja, ist sehr schöne Fahrt. Ja, mir gefällt es ja auch. Ich hätte nur gerne ein bisschen mehr von allem gesehen, wo wir da vorbeigefahren sind. Ich möchte nur mal darüber sprechen. Da werden wir jetzt auch, wir werden jetzt hier durchgehen nochmal. Oh, wie schön dieser Canyon da links ist. Der Canyon? Der ist doch wunderschön. Ja, sieht man so gar nicht, ne? Ja, ich glaube, wenn man mit so einer Bahn echt mitfahren würde, guckt man sich auch schon ein bisschen mehr um. Hier ist nichts. Hier. Also die Brücken sind schon cool. Auch eine Wasserbahn, die hier durchfährt. Na, es soll dieselbe sein, die wir eben auch gesehen haben. Wahrscheinlich. Hoppa. Du bist ein paar Bereich zu weit. Guck mal, haben wir auch so gar nicht gesehen, das Haus, ne? Nee, nicht also wirklich. Zumindest nicht wahrgenommen, sagen wir es mal so. Wir fahren direkt daran vorbei. Hallo? Ja, ich glaube, das ist. Ah, ja. Okay, ist ein Übergang, alles klar. Mhm. So, hier ist so die Mine. Meinst du das? Ich habe die gerade angeklickt, sonst muss ich nicht so richtig so. Nein. Ja, aber dadurch, dass du das anklickst, hast du mal gesehen, wie lang diese Bahn eigentlich ist. Die kreuzt sich echt oft, ne? Was? Aber schöne Schützen. Ja. Gefällt mir richtig gut. Ich bin froh, dass wir nochmal drüber fliegen. Das habe ich eben alles gar nicht so richtig wahrgenommen. Deswegen gehe ich ja nochmal hier durch. Nur die Wasserbahn will ich mich hier irgendwie nicht spoilern. Ja, ist nicht so einfach. Die interagieren halt viel miteinander. Ja. Ich denke mal, wir werden von dem Canyon selber auch gleich noch ein bisschen mehr sehen von der Wasserbahn aus. Ja, da ist dein Spoiler. Da ist mein Spoiler. Ja, sehr schön. Ne, die gefällt mir echt gut. Mhm. Ist gut geworden, stimmt. Ach, du willst nochmal fahren? Ich will nochmal fahren. Ne, ich wollte eigentlich raus. Hier ist Ausgang. Ja, vielleicht willst du bei der Station anfangen. So, ja, das ist gut. Jetzt hier. Steht noch Exit für die Dumme. So, Exit. Tada! Jetzt aber, Wilder Westen. Wild West Canyon, Neuheit 2023. Also Eingang. Ja, das ist jetzt die Wasserbahn. Ey, wir haben gar nichts von dem Bereich gesehen und wir fahren schon hier. Wir stehen halt beide da, ne? Wie heißen die? Wild West Canyon. Achso, ne? Ja. Ich weiß es nicht. Ich klicke mal an. Also macht ja Sinn, ne? Wild West Canyon. Ja, macht Sinn. Na dann, gucken wir, wie die Warteschlange ist. Dann gucken wir mal die Warteschlange an. Da guck mal, alles vollgestellt hallo. Hier. Hallo. Ja, Quickpass, Wahnsinn. Ja, so mag ich das doch. Alles schön voll. Ui. Ja, so mag ich das nicht. Ist ein bisschen Platzangst, wenn du reinkommst. Ich glaube, wenn ich da anstehen würde und diesen Raum reingehe, würde ich schon umdrehen und hoch. Wenn das so voll ist. Guck mal, der Quickpass, der kann einfach hier dran vorbeilaufen. Fies. Dass man die ganze Zeit den Warten noch zugucken kann, ne? Ah, guck mal, die müssen sie selber warten dann ab hier. Aber dann sind wir hier schon hier unten. Das ist aber schön. Ich weiß, irgendwie macht das Licht da echt viel aus. Auch wieder mit Kontrollstation hier. Hm, richtig so. Oh. Ist von innen eine Tür? Ah! Man
kann sich auch, man kann sich auch anstellen, sorry. Ja, aber wirklich, ey. Nein, alles gut. Man kann alles bemängeln, wenn man will. Ja, hier ist ein Kind drin, das geht ja gar nicht, ich sehe ja nichts. Ja, schlimm. Da hätte ich jetzt aber auch gesagt, Kinder raus. Ja, also wirklich, ist ja nichts. Ist ja. So, und mal hier, das ist das Boot. Och Mann! Das Mal. Ja, die Maus macht Spaß. Wo ist jetzt die Station gewesen? Wo das war jetzt hier? Die Station gerade gewesen, ja. Das ist der Anfang, okay. Das ist der Anfang. Ja, haben wir nicht verpasst, das ist ja gut. Finde ich gut, dass das Haus da steht. Irgendwie. Wechselung. Hier ist die Achterbahn. Ja. Schön. Ich sehe gewisse Chia-Pass-Vibes. So eine Kurve um ein bunt erleuchtetes... Oh, hier ist Trigger. Oha. Kapuff. Ja, bisschen. Oh. Okay. Das heißt, die Mine bricht jetzt ein. Ich will ja auch nicht so viel vorspulen jetzt, ne? Irgendwie habe ich Angst, was zu verpassen, muss ich ehrlich sagen. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, dass die Bahn gut ist. Das weiß ich ja nicht. Naja, aber wenn du allein schon neugierig bist, was passiert, dann spricht, das heißt ja, dass die Bahn irgendwas richtig macht. Ich bin noch der Hoffnung, dass irgendwie die Achterbahn jetzt mal hier vorbeifährt nochmal. Ich meine, oft nur kreuzen tun die sich hier. Also auch so ein bisschen gruselig, ne? Durch diesen ganzen dunklen Stolz ja, fahren. So, da ist keine Bahn, die vorbeifährt, du bist ganz allein da drin. Ne? Das ist aber auch ein schöner Blick hier. Ja. Da fehlt eine Stütze. Da fehlt. Ich habe was gesehen. Guten Tag. Banditenlager hier oder was? Ja. Komm, das spulen wir mal vor. Ja, okay. Was steht in der Tür? An der Seite. Aber was? Also, ah. Da steht was? Nein! Das war gleich noch hin. Oh! Oh, Drop! Da stand bestimmt vorsichtig nass oder so, keine Ahnung. Oh, Krokodile. Kenne ich schlecht schön. Jetzt geht's wieder zurück zur Station, ne? Denke ich mal. Können wir jetzt gerade den Bogen machen wieder dahin? Ja, schon ganz schön verzahnt hier alles. Ja. Aber trotzdem schön. Schöne Wasserbahn. Den Canyon. Ja, war ich recht lang, ne? Das war richtig lang, ja. Echt richtig was los hier. Hier. Meine Maus wollte gerade nicht so ganz. So, oh Gott, guck mal. Oh, okay. Wir sind ja ganz woanders, okay. Jetzt haben wir jetzt die Reiche übersprungen. Hä? Geil. So, warte mal, wir gucken jetzt nochmal in dein Schildchen rein. Warte mal, das soll doch hier gleich am Anfang. Vielleicht hast du recht gehabt, Vorsicht nass oder so. Notausgang. Ach, da ist der Notausgang. Also oh, das oder auch nicht. Ja, aber auch wirklich nur im Notfall, ne? Oh, dieser Blick ist ja schön. Der ist hübsch, ne? Ja. Oh, hier mit den... Das ist bestimmt eine Wasserbahn hier. Mhm. Ja. Rafting, nehme ich mal an. Ja. So breit wie die ist. Macht ja auch Sinn. Ja. Ne, echt eine richtig schöne Ecke. Ja, gefällt mir sehr gut. Ja, dann wollen wir vielleicht Hut ab, den Bereich mal anschauen. So, wollen wir mal den Bereich angucken. Ich habe das Gefühl, die anderen sind immer so durchgerusht, ne? Aber wenn die Leute das wirklich nicht gesehen haben, ist ein bisschen kacke, ne? Die Anfangsbereiche. Ja, wenn ihr irgendwas ein bisschen genauer sehen wollt, das letzte Video ist mal wieder 1,5 Stunden oder so lang gewesen. Da wenigstens in dem. Da gucken wir uns alles ganz genau an. Das sind zwei Teile. So, eine Bank. Macht Sinn, ne? Das ist zwei Teiler, genau. Der erste Teil war vor 2 Jahren.
Was gibt's hier hinten? Ah, das ist das ist ja auch von Dings. Ja. Ja, da waren wir auch eben. Oh, schön. Wie ist denn das? Salut. Funktionierende Fenster mag ich immer sehr gerne. Und funktionierende Innenräume mag ich noch lieber. Richtige Bühne für eine Band. Ist auch hübsch. Das ist schick, ja. Ist oben so ein Hotelzimmer? Sind hier Räume drin? Sind hier also Schade. Platz, also wäre Platz für Räume gewesen. Das ist sogar wäre Platz, wäre ja. Platz wäre da gewesen. Ah. Aber einer hat Schmuck für gefällt Flaschen mir. Und so. Also die Idee, also die anderen Leuchten, die gefallen mir, die muss ich auch mal nutzen. Die rechteckigen Polizeileuchten, die muss ich auch mal nutzen. Die gefallen die? Mir gut. Ich hatte eben erst echt kurz so Getränkepäckchen oder sowas. Und Toilette. Boah, aber eng da. Bisschen, ne? Ich mag mich dran zu erinnern, dass sie, glaube ich, ganz schön Schwierigkeiten hatte da mit den Leuten. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Sie sich da irgendwie gestaut haben. Post! Okay, ist alles Fassade. Die sind einfach so gut, die brauchen gar kein Postamt. Store. Ja, gibt's das hier? Das, was draußen dran steht, ist ein Store, ne? Ah, oh, hier auch schön. Gehört in jede gute Westernstadt rein, ne? Ist da was drin? Oh, hättest du was reinbauen können? Also Boden gibt es. Boden gibt's. Schade. Train Station, ja, da ist noch was drin, ne? Da ist da was drin. Ja, ist halt für den Park. Ja, finde ich gut. Oh, das hab ich dann gesehen. Tickets. Clever. Flying Eagle. Noch eine Attraktion. Geil. Aber das ist interessant, dass ne? das Grüne hier so rausguckt. Ja, das ist fast was Spaciges, ne? So, Weltraumadler, willkommen. Oh, das Gebäude kenne ich. Ja, ich auch. Ah, das macht Sinn. Sehr cool. Das ist eine gute, echt eine schöne Idee. Ah, das ist hier mit den Tempelteilen. Ja, funktioniert hervorragend dafür, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, also man hat hier schon das Feeling, dass man hier im Western ist, ne, würde ich sagen. So. Ja, ich meine, was willst du denn noch mehr für so eine Westernstadt? Das ist meistens eben nur eine Straße. Ja, eben, du hast ein Canyon, hast einen Saloon, passt hast doch. Post, hast eine Bank. Willst du von oben mal rüber gucken? Was mir fehlt, ist ein Sheriff oder habe ich den... Ah, hier! Ah, siehst du, habe ich das gesehen. Ah, das ist ja genau das Personal-Dings. Ja, da waren wir drin, ja. So, das ist natürlich hier der Western-Bereich. Ja, ist doch schön. Ich mag den Canyon sehr, ne? Ja, ich auch. Der Canyon ist richtig gut geworden. Ich habe gar nicht mehr am Schirm gehabt, dass dieses Stationsgebäude von der Achterbahn so ein halbes Schiff ist. Stimmt, wenn du so guckst, ne? Einfach ausbauen und ein Schiff dran. Also, ne? Also so hier auf der Spitze dran, Schiff. Also, ja. Es wirkt halt von außen einfach gar nicht so groß, wie es eigentlich ist. Finde ich gut. Also, wenn man in den Park rumläuft. Komm, wir gucken nochmal hier kurz drüber. Das ist der Piratenbereich, wenn wir schon von oben gucken. Haben wir was vergessen? Nee, ne? Ich glaube nicht, nein. Dann kommen wir hier oben rein. Haben wir was vergessen? Nein. Nee, das haben wir alles gesehen. Das haben wir alles gesehen, ne? Ja. Ich finde den Platz hier oben auch sehr schön. Du hast hier deine drei Attraktionen, die du gleich nebeneinander hast. Mhm. Dann hast du das Versteckte hier unten drin, hier dieses Retro-Ding. Wie auch immer das heißt. Wie auch immer das heißen mag. Und halt direkt die Achterbahn. Gut. Ja, es fehlt drin in den Bereichen. Ich bin sowieso Fan davon, wenn man, weiß ich nicht, ich mag das gerne mit großen Plätzen, wo halt dann, oder halt nicht große Plätze, oder halt, dass man sich nicht wirklich verlaufen kann. Hier ist ja eigentlich auch nur ein gerader Weg. Das ist auch angenehm, finde ich. Das war der Ausgang. Was ist das? Das war der Ausgang für die Wasser, ne? Ja. Ja, gut, okay. Und da. Ja, dann sind wir schon wieder aus dem Western raus. Ja. Kommen wir schon wieder ins nächste neue Gebiet. Die ganzen neuen Gebiete kommen jetzt alle hintereinander hier. Die kommen jetzt hintereinander, ja.
Und hier gibt's. Oh, das ist ja hübsch. Gar nicht gesehen. Ja, das ist, glaube ich, das neueste Gebiet gewesen, ne? Ja, genau, das ist das neueste Gebiet, aber. Die Automaten, hübsch. Ja, die sind schön mit integriert, ne? Mit den kleinen Häuschen, sage ich mal, und hier mit den Bänken. Ah, das kenne ich doch. Das ist ein Haus. Change-Teilnehmer, Rick! Was? Hey, nein, was? Ich hab nichts mit dem Haus zu tun. Du, ja? hast das Haus gebaut. Was? Nein, nein. Guck mal hier. Oh. Ich finde, es hat sich schon eingebaut. Guck mal, so viel Wasser in diesem Pasta ist, wenn es so ein Teich ist. Da müssen wir ja reingehen, ne? Hast du bestimmt was gebaut. Ich übernehme gar keinen Credit für das, was drin ist, ja? Ah, weil das Haus. Ah, hier ist oben ist was drin. Nee, du. Ah. Guck mal. Ich hätte mir mehr Zeit nehmen müssen für das, was da drin ist. Hätte das auch ein bisschen schöner werden können. Aber ja. Wir hatten eine Woche Zeit und wir haben das einfach in 3 Stunden durchgerockt, die Häuser. Das ist, ich habe gespoilert, mein Haus ist auch hier. Mhm. Wir waren leider auch die 2 einzigsten Teilnehmer, leider. Hey, du hast gewonnen. Ja, zufällig. Nein, das war sehr berechtigt. Nein. Du hast ein sehr schönes Haus gebaut. Ja, aber hier, aber deins hier, mit Innenleben, funktionierenden Fenster, ja gut, das habe ich auch, aber ich hier, guck, der ganze Scheiß, der drumherum ist, der ist doch 1000-mal besser als das Gebäude, was ich hatte. Nein, dein Gebäude ist viel schöner. Ich finde, du hast vollkommen zurecht gewonnen. Weiß ich nicht. Ja, dann gehen wir hier in den Alpin-Bereich. Der ist auch total schön. Ich habe jetzt nicht jede Folge davon gesehen, aber das, was ich immer zwischendurch gesehen habe, war sehr schön. Auch schön mit dem Tunnel. Ja, man sieht schon, das ist ein anderes Level, ne? Ist ein anderes Level als am Anfang, definitiv. Da hat sich einiges getan. Ja, ne? Über 3 Jahre entwickelt man sich schon gut weiter. Das ist halt auch ihr letzter Bereich, ne? Loop-da-Loop. Loop-da-Loop. Wir wissen, wo wir anstehen, aber den Eingang hätte ich fast übersehen. Hoppa. Oh, ist das verwinkelt. Treppe. Dach. Ah. Ja, das hätte man sich bei dem Namen wie auch denken können. Schnell. Ist auch schon raus. Ja, wir werden ja sowieso jetzt hier von hier unten die Treppe hoch. Ich weiß gar nicht, wie wollen wir laufen? Komm, wir laufen von links hier, dann rechts hoch hier so. Dass wir oben enden bei der Bahn. Dass wir oben bei der Bahn enden, ja. Mhm. Aber mal nicht die Bahn direkt am Anfang, das wäre ganz gut. Ja. Oh, schick. Auch eine schöne Kirche. Ist die Bibel? Ah, aber sie ist rund, das ist neu. Das ist neu. Ich finde die kleinen Häuser hier so hübsch. Die haben so spannende Formen, ne? Ist nichts mehr mit langweiligen Rechtecken. Nee. Finde ich gut. Guck mal, hier kannst du ja auch schön runtergucken. Mhm. Kannst du ja schon denken, was mir in dem Bereich gut gefällt, ne? Ja, ist auf verschiedenen Ebenen gebaut worden, ja. Ja. Und ich meine natürlich, ich finde es total schön, dass Innenräume gebaut wurden und dass auch Custom-Fenster richtig funktionieren und so. Ach, oh, jetzt gibt es das Neues, okay. Ich habe mir das nicht ausgedacht, ja. Guck mal, hier ein Arzt. Ach, das funktioniert aber, das ist ja cool. Ja, da ist das da ist ja, hab ich Dings, eine Bank drunter. Hallo? Ah, hier ist ein Bach, ein Teich. Aha! Sehr gut. Das sind die Details, die wir gucken. Guck mal, es geht doch irgendwo hin. Guck mal, es geht sogar wohin. Oh. Ja, sowas möchte ich sehen. 10 von 10, einfach. Ja, bester Bereich. Bester Park. So muss das sein. Oh, was ist das hier? Das ist eine schöne Bäckerei. Passt sehr gut mit dem Schornstein, ne? Also ich gucke jetzt mal das hier an. Ja, das ist doch die, Das Zug. Ist die Station, ne? Genau, Train Station. Guck mal, auf einmal funktionieren alle Fenster überall. Ich finde das richtig toll. Muss ich eigentlich auch mal mehr drauf achten, dass man... Guck mal, wie schön das alles eingerichtet ist. Das bringt mich richtig zurück an Hobbiton, ne?
Wenn ich so die Fenster sehe und den Innenraum. Also die Fenster, ja. Ja. Oh, hier ist es mit Glasdach hier. Das ist richtig, richtig schön. Ist alles echt eng und verwinkelt, aber es ist richtig schön. Hat bestimmt Spaß gemacht, das zu bauen. Auch hier eine schöne Brücke, Geländer. Mhm. Bäckerei. Ja. Auch hübsch. Hier so ein kleines Türchen noch mit rein. Hier kommt man in den Laden rein, also hier hinter dem Verkaufsstand. Mhm, da macht die Tür auch Sinn. Ja, doch. Ja, das ist schon top. Das ist schon ein hohes Niveau. Stuff only. Wird das nicht mit A geschrieben? Also ich bin ja gar kein... Ja, also der Stuff, genau, es wird mit A geschrieben. Stuff ist halt Gegenstände. Zeug, ne? Zeug halt, ne? Ja. Da kommt nur Zeug rein. Oh, was haben wir denn hier? Also der Bereich hört auch einfach nicht auf. Ne? Das ist noch eine Etage und noch eine. Noch eine. Das ist, glaube ich, dritte Etage ist das jetzt hier. Ja, Wahnsinn. Die Wurstbude. Auch schön. Ein bisschen Gulpin in der Ecke. Hat auch was Realistisches an sich, ne? Ja, so ein bisschen. Finde ich echt hübsch. Also Western und der Bereich ist schon echt... echt top. Ich freue mich über, guck mal, wie es auch da unten geht. Das ist echt schön. Kannst du dir direkt nur die Bob angucken? Also der Bereich spricht mich ja voll an. Ne? Hier ist alles ist funktional, alle Fenster funktionieren, überall ist so Kleinzeug hier gedacht. Eine Backestage hier mit hier. Super viele Innenräume, verschiedene Ebenen. Alles so verschachtelt. Ich finde das total super. Auch ein schönes Gebäude. Das Dach gefällt mir. Das ist echt eine schöne Idee mit dem hier mit der Leiter auf dem Dach und dem Kreuzbalken da. Das finde ich gut. So Kleinigkeit, ne? Das bringt sowas richtig zum Leben. Kleiner und hier ist Ausgang. Also hier kommen wir auf jeden Fall zu Bob. Ich muss nur gucken, wo. Ja. Yeah. Wo ist jetzt der Eingang? Hier links. Ja, genau, direkt vor uns. Ey, ich habe den jetzt gerade. Ah, da ist kein Schild, ne? Das ist kein Schild. Ja, hier ist ja naturbelassen. Ja, muss ich durchschlagen. Marie dabei haben. Rutsch, rutsch, rutsch. Ach, ich mag den Bereich ja sehr. Hat richtig Charme irgendwie, ne? Auch dass es diese, ich nenne es mal altmodische Holzbobbahn ist, passt da irgendwie auch echt gut rein. Ach, guck mal, sogar direkt den richtigen, glaub's ja. Wahnsinn, der Bereich ist es einfach. Hab ich das vorgespult? Ja, nein, vielleicht? Nicht so richtig, jetzt, ja. Och nö, Wartung hier. Darf nicht fehlen, ne? Hallo? Sind wir wieder ein Kind? Oder ist es mal einfach so tief? Ich habe keine Ahnung, ob das ein Kind ist. Ah ja. Ich glaube, ja, ich sehe viel. Alles klar, das ist eindeutig. Ja, es ist ein Kind. Ja. Schade. Naja. Dann fahren wir so. Oh, das ist ja ein bisschen Abwechslung hier, ne? Nur was anderes. So, jetzt sind wir aber richtig hoch. Das müsste die höchste Stelle sein, definitiv. Ja. Das ist wirklich hoch. Guck mal, wie klein die Boote da unten sind. Ja. Wir sind höher als der Heißluftballon. Rechts. Ach da. Tatsächlich. Krass. Also es ist echt hoch hier. Müssen halt nur warten. Ja. Da sind die Blockbremsen nicht richtig ausgeglichen, sag ich mal. Ja, kann man sich schnell vertun, ne? Oder ist kaputt, ich weiß es nicht. Ich spul grad vor.
Ich höre es. Mit dem Mechaniker war doch gerade erst da. Ja. Ah. Ja. Das ist einfach eine sehr lange Bahn. Kann auch sein. Bahnen sind aber auch schwierig zu bauen, ne? Ich habe gehört, die magst du ja auch sehr gerne. Bitte? Ich habe gehört, du bist auch großer Fan von Bobbahnen. Ja. Boah, ich dachte eben noch, es erfolgt die entspannte Fahrt. Jetzt sind wir hier die ganze Zeit an der Kante. Es ist halt keine richtige Bobbahn, wie man sie kennt halt. So eine Schweizer Bobbahn, es ist eher so eine Sommerrodelbahn. Ja, das beschreibt es ganz gut, ja. Ja. Eine Rodelbahn, ja, stimmt schon. Also, wenn du auf die Attraktion willst, musst du ruhig eine Machete mitnehmen, ne? Ah, das gefällt mir richtig gut hier. Dass der Lift eingebaut ist. Ja, ich dachte kurz, ich bin in so einer riesigen Stadt drin. Als links und rechts überall Wände sind oder noch eine Brücke über dich drüber geht. Ah, okay. Schön integriert alles. Guck mal, da oben waren wir. Da oben, ja. Schöne Bahn, aber ich muss auch sagen, das sind auch viele Sachen durchgebackt, ne? Ja, ja. Ja, aber ich muss auch sagen, bei uns in Bellitalia wird es auch nicht anders sein, dass da irgendwo irgendwas backt. Wir werden zwar drüber schauen, aber bei so einem großen Park, auch wie hier der große Park, du kannst nicht alles finden. Ja, guck mal, wie lang die Bahn auch ist, ne? Ja. Also irgendwas, ich denke mal, hier oben hatte wahrscheinlich alles abgesucht und dann irgendwann unten so, ach, scheißegal. Irgendwann kommt man da an, ja. Oh, speichern. Oh, sind eine Stunde dran, okay. Ja, gut zu wissen. Ich finde, das ist auch schwierig, von der Bahn aus wirklich was zu sehen, was um dich rum passiert. Ja, du hast halt diese hohen Wände halt, ne? Also jetzt gerade sehe ich sehr viele Sachen, die ich von der Bahn aus nicht gesehen habe. Das Haus habe ich gar nicht wahrgenommen hier. Oh, nee. Ich war auch gerade mehr bei diesem Wasserfall da. Achso, bei dem Wasserfall warst du? Ist auch total schön eigentlich. Ja, der geht hier runter und das ist dann der Bach wahrscheinlich hier, ne, der hier durchgeht. Ich finde diese Bahn von außen fast schöner als von drinnen. Das komplette hier, wie es halt wirkt, ne, ist halt komplett. Ja, ich finde es halt toll. Schade, dass er aufgehört hat mit den Let's Play, ne? Oder allgemeine Plan-Kurse. Wolltest du erst sagen, mit aufgehört hat mit YouTube, aber stimmt ja gar nicht. Nee. Hier, rechts rundes Kirchdach. Ich meine, es ist ja, der Park ist halt fertig, ne? Also. Ja. So, wo geht's denn hier lang? Auch hübsch. Oh, ich glaube, ich weiß, wo wir hingehen. Wenn ich mich rechts jetzt an den Park anlande, wir jetzt im Space-Bereich. Stimmt, ja. Hallo. Ich glaube, der war, als wir das letzte Mal geguckt haben, war der, glaube ich, gerade im Bau, ne? Der war gerade im Bau, wo wir das letzte Mal geguckt haben, genau. Na, wird der spannend dann. Das kann ich mir gar nicht erinnern hier. Nee, es ist auch irgendwie so mehr der Außenbereich gewesen, ne? Ich finde die ja schon ein bisschen gruselig. Diese Augen, ne? Also, ja! Also, du sitzt da drin und du wirst einfach beobachtet von diesen Dingern, ey. Oh, nee. Es wäre eine Gruselbahn als alles andere. Mal, hier ist Ausgang. Wo ist Eingang? Hier ist Eingang. Was? Zu Collider? Collider? Collider. Collider? Womit colliden wir denn? Auch hübsch. Ja, ne? Guck mal, ausgestattete Innenräume. Toll! Geil! Und dann kommst du hier rein und so wirst beobachtet. Ja, noch nicht. Solange ich nicht rein, ist alles gut. Hallo? Euch hier. Food! Man kann mit diesen Space-Teilen aber auch wirklich gut so Wände irgendwie gestalten. Ja. Aber mit ganz wenig Teilen, also ja, groß. Die haben halt, ja, erstens groß und sind halt ein bisschen detailliert, ne? So. Ja, nehme ich viel Platz weg. Schon praktisch. Das ist. Quickpass. Quickpass. Wollen wir nicht. Wo stehen wir denn hier überhaupt an? Steht hier was? Hier steht nichts.
Nö. Guck mal, das ist eine große, offene, leere Wand, wo was in Chat schreibt. Doch, hier. The Cube. Ah, das kennen wir doch, das Ding. Auch sehr passend für den Bereich. Hä? Das ist eine Tür, glaube ich. Ja, Glastür wahrscheinlich. Finde das schon cool, glaube ich, wenn das so ganz im Dunkeln ist und alles. Boah, aber stell dir vor, du fährst mit dem Ding in dem Setting mit. Du weißt ja gar nicht, wer oben unten ist. Da bist du komplett verloren. Es dreht sich in alle Richtungen. Oh Mann, ey. Vielleicht ist es aber auch ganz gut, weil du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Vielleicht wird es hier auch weniger schlecht. Ich weiß es nicht. Also, ich finde es irgendwie schon cool, dass es so komplett orientierungslos ist, aber ich weiß nicht, ob ich Spaß dran hätte. Also ich habe am Topspin allgemein keinen Spaß, also das ist wär mir schon, das wäre mir zu viel. Ja, ich bin auch nicht so der größte Fan von Inversionen, aber irgendwie der Kamera. Also so Topspin und ja, Freefall ist nicht meins, absolut nicht. Ja, gibt ja genug andere Sachen. Ja, deswegen ja. Ach, da wären wir rausgekommen. Da wären wir rausgekommen, ja, ich bin, ach so, naja, gut. Ah. Ich würde auch jeden kotzen. Das heißt, ja. Ja, ich wusste nicht, wo oben unten ist. Aber gut, dass hier direkt der Doktor ist. Ja, kannst gleich reingehen. Ah, hier ist das wie schifft sich das? Skyfly. Skyfly. Hab ich ein bisschen lieben gelernt, das Ding. Ja, nach Hansapark auf jeden Fall. Im Hansapark, das zu fahren, hat echt Spaß gemacht, ja. Und im Spiel ist es rein, also rein mal jetzt auf sowas wie Finanzen oder so, das ist auch ein super gutes Teil, um Geld zu machen. Ja gut, ihr habt ja die Challenge gemacht, ne? Wer das noch nicht gesehen hat, ne? Auf unserem Kanal. Stimmt, ja. Aber ich verstehe, warum sie dann hier das Ding hingestellt hat am Anfang vom Park. Das macht auch gut Geld. Ja, kostet auch ein bisschen was. Ja, ein bisschen, ne? So, und das Ding hier ist ja komplett indoor. Guck mal, ob hier irgendwas Neues passiert ist. Ist schon, also, schon ein cooles Gebäude irgendwo. Ja, ist schon ganz eigener Science-Fiction-Stil. Das ist schon mehr Fantasy eigentlich schon fast. Ja, genau, es ist mehr Fantasy. Das finde ich auch. So, hier stehen wir irgendwas an. Ach, das ist die Kinderachterbahn. Stimmt. Sieht ein bisschen aus wie so irgendwie so ein Elfentempel oder so. Ja, mit Elfen hat es ja sowieso. Auch bei Minecraft. Ja, da fühlt sich doch hier die wie war das? Prinzessin Taro total wohl, oder? Ja, also Prinzessin Taro fühlt sich ja wunderwohl, richtig wohl, dann, ja. Hey, das war kurz. Eine kleine. Kurze Frage. Ich hoffe mal, dass sie gleich wieder losfährt. Na, Chancen stehen ganz gut. Steigt ein. Ah, jetzt. Aha. Sehr gut. Er hat einfach einen Indoor-Park reingebaut. Ja, wie ich mit meiner Opa, ne? Er hat schon gewisse Ähnlichkeiten, ja. Wuhu! Oh, cool, sieht man auch selten. Das ist eine komplett thematisierte Kinderbahn. Also so komplett thematisiert. Ja, kurz, ne? Also aber reicht für eine Kinderachterbahn. Ja, finde ich super. Ist auch absolut nicht zu schnell. Nee. Ich glaube, das kann jeder fahren, das Teil. Und raus, hier geht's raus. Und hier, was ist hier oben? Die stellen es ja auch irgendwo an. Geht direkt wieder irgendwo rein. Ach, für das Ding, okay. Ah, okay, okay. Ja, das ist ja natürlich so. Themig hier komplett rein, ne? Ja, das ist, glaube ich, mit am meisten Space-getämte Attraktion, die es gibt in diesem Spiel. Nee, stimmt gar nicht. Die Special ist ja auch noch. So, dann geht's hier zur. Was ist denn? Achso, das ist ein Luftball. Oh Gott, ich dachte, was ist denn das für ein Teil? Es wäre. Time! Okay, hier. Jetzt aber 0. 0 Uhr. Das kriege ich hin. Ich weiß ja nicht, wofür wir anstehen, aber 0 Uhr, das weiß ich. Das kann eigentlich nur die große Achterbahn sein, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Hä? Ah, hier, ah, ne, das wollen wir nicht. Was,
Ui. Das ist aber cool. Also das hype doch mal schön hoch. Das ist ein richtig schöner Blickwinkel. Aber hier siehst du ja alles. Du siehst unten die, siehst du oben, kommt die von oben, dann kommt die von den zwei Toren, sage ich jetzt einfach mal. Da würde ich schon fast hoffen, dass ihr Fedor ist, dass du hier ein bisschen stehen kannst. Oh, hoffentlich bin ich doch nicht dran, hoffentlich bin ich noch nicht dran. Ich finde es aber auch richtig gut, dass es kein... Kriegt Pass was? Nö. Nee, richtig so. Ich finde es richtig gut, dass dieser Space-Bereich kein klassisches Space ist. Ja, weil es halt schon so oft gibt, finde ich. Ja. So richtig klassisch, das ist halt... Ach, es gibt nur einen Zug. Okay, nevermind. Ich glaube, für die Bahn gibt es noch keinen Namen. Es gibt noch keinen Namen? Nee, draußen steht keiner dran und die Bahn heißt Zenit 3. Oh, okay, gibt keinen Namen. So, ich ist ja gerade erst losgefahren, verpasst man nichts. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, schön. Kleiner Hangar hier. Das ist halt cool, wenn die Bahn nicht direkt losgeht. Einfach so ein bisschen. Kleine Pre-Show. Genau. Das ist aber auch cool mit den Lichterketten hier. Das funktioniert sehr gut. Und ein Launch passt natürlich perfekt da rein. Oh, geht mir gut ab, ey. Ich sehe es nicht ganz in Echtzeit. Ja, es ist ein bisschen ruckelig wahrscheinlich bei denen. Weiß nicht, das Ende war ein bisschen krass. Also für mich hat sich diese Bahn angefühlt wie Taron. Ja. In einem Elfendorf Mond. Dorf Mond, was? Ich weiß, wo bin ich denn hier? Es ist so eine Mischung aus Fantasy und Space und dann kreuzt sie sich noch so oft. Okay. Cool, das haben wir gar nicht gesehen eben. Nee. Das haben wir verpasst. Das haben wir schon verpasst, okay. Ja, das fand ich ganz cool hier. Dann hier die Planeten. Einmal durch die ganze Galaxie gereist und dann da angekommen. Bei diesen Wesen, was auch immer hier lebt. Gottheit, keine Ahnung. Aber hier gibt es auch überall, ne? Wege und so. Also ausgebaut ist das Ding komplett. Ja, komplett? Nee, doch nicht. Ich nehme alles zurück. Aber schon sehr viel. Ja, also du hast hier deine Wege schon. Aber das erwartet man ja überhaupt nicht, wenn man das Ding von außen sieht. Nein, absolut nicht. Die ist aber schon wirklich schon sehr schnell. Das ist halt die Actionbahn in dem Park hier. Ich mag hier diese Tore da, wo sie durchfährt, ja, diese Tunnel. Finde ich schon sehr cool. Also ich finde die Ästhetik hier generell sehr schön. Auch Wolken. Das hat richtig was Eigenes irgendwie. Das ist echt hübsch hier drin. Schon fast schade, dass man das ein Fenster sehen kann, ne? Ja, ne? Also wirklich, Theming ist hier echt cool. Ja. Und Custom, ne? Ja, ist alles Custom hier. Kannst du ein paar Stellen waren ein bisschen eng vorbeifahren. Ja, stimmt. Das stimme ich auch zu. Aber sonst? So, jetzt muss ich erstmal wieder rauskommen hier. Warte mal, hier war doch irgendwo ein Fenster, wo ich einfach mal schnell durchsteigen kann. Irgendwo in irgendeinem Haus gibt es ein Fenster, das funktioniert. Wo war das? Warte mal, jetzt muss ich unten sein. Ja, ich glaube auch. Weil du hast auch diese zwei... Da warst du gerade. Da. Da. Da.
Ich zeige dir auf dem Bildschirm, ey. Sehe ich jetzt nicht so gut. Ja, ich fange auch schon damit an, das ist ganz schlimm. Ja, ist aber sehr cool. Ich meine, der war ganz schön durcheinander, der Bereich, als wir letztes Mal hier reingeschaut hatten. Ja. Aber es ist echt cool, was daraus geworden ist. Sieht auch so aus, wäre es wirklich anstrengend gewesen, das zu bauen. Ja, ich glaube schon, dass das ein bisschen an die Nerven gegangen ist. Also. Guck mal, so ganz symmetrisch ist das auch nicht hier. Ja, so ein bisschen schief muss ja, ne? So ein bisschen schief, ja. So, dann haben wir ja eigentlich... Das ist aber der Space-Bereich gewesen. Das war der Space-Bereich. Ja, wunderbar. So, dann machen wir wieder Tag. Ein bisschen was sehen. Es gibt gar nicht mehr so viel zu sehen, ne? Es gibt jetzt nur noch die Stadt. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, ich habe irgendwie... Irgendwas habe ich vergessen. Was ist das hier eigentlich? Ah, das ist der Eingang von... Ah, okay, alles klar. Schauen wir einfach nochmal oben drüber. Aber ich glaube auch, wir sind eigentlich... Ich glaube, wir müssen nur noch die Stadt dann hier, ne? Hier war doch dieses, dieses Oldtimer-Tour-Ding, wo diese ganzen Miniaturen drin waren, ne? Ah, stimmt, das ist hier hinten irgendwo, ne? Hier. Oldtimer-Drive. Fand ich auch sehr cool. Stimmt. Hallo? Was war das denn jetzt? Wir haben die ganze Bahn sehen. So, jetzt müssen wir nur eins da vorne. Wundervoll. Geil. Guck, geht direkt los. Also, was willst du mehr? Was? Tinyville. Tinyville. Hier ist alles Tiny. Jetzt kleine Bäume. Das ist ja süß gemacht. Ah. Klein Häuschen. Ah, sehr cool. Ja, da müsste ich mir vielleicht mal was abgucken von. So eine Miniaturmaschine habe ich auch noch nie gebaut. War sieht echt gut aus. Ich sag ich mal bei Nacht gucken, da sind ja über Lampen hier. Stimmt. Dass diese ganze Teile so kleine Spiele gibt. Halbe? Ich weiß es nicht. Aber das Skatepark war gerade so ein Skatepark auf jeden Fall. Guck mal, Tunnel ist auch ganz klein. Passt gerade so durch. Die aber präzise fahren, sonst knallen wir irgendwo dran. Ja, er weiß genau, was er tut. Ja. Puff, Spiegel ab. Ja, siehst du noch Spiegel? Nö, sind ab. Ja. Guck, hier sogar mit Dachterrasse. Na, das ist schön. Er ist schon wirklich cool. Ich bin begeistert. Ich dachte gerade schnell, dass das Lenkrad ja, richtig schön. Okay. Der war sehr schön. Ja, stimmt, habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt hier mit den Mini-Häusern. Ja, die sind wirklich, wirklich echt schön. Die sind richtig gut geworden. Hier ist Skatepark. Ja. Finde ich richtig cool. Will ich mal gucken hier wegen Nacht. Ja. Passt. Ja, es ist halt Licht da, ne? Ach, beleuchtet die Sachen alle, ne? Ja. Also so ein, richtig schön gebaut. Das ist nochmal ein wortwörtlich kleines Highlight. Oh, schön. Da gibt es noch die Bootsfahrt hier, ne? Genau, hier gibt es noch die Bootsfahrt. Ich weiß gar nicht, gibt es hier irgendwas Spezielles? Irgendwie Trigger oder so? Ich glaube, es ist also, vielleicht ein Krokodil oder ein Hippo oder sowas, ne? Ich meine, die war damals aber auch schon da, ne? Dieser ganze See, der kommt mir auch sehr bekannt vor. Ja, genau, der war auch schon da.
Ah. Hast du genau das richtige Timing erwischt. Sehr gut. Ach, schön. Genau, dann kommst du hier rein. Und irgendwo geht's hier raus. Dann geht's hier irgendwo hier geht's, glaube ich, raus. Hier geht's raus. Ah, ja. Guck mal, was da für ein Haus steht. Was? Das kennst du etwa? Guck mal, da ist sogar ein Spielplatz davor. Was? Ich kenne nur einen Menschen, der Spielplätze baut. Ja, das ist mein Haus. Yeah. Guck mal, da steht sogar Gewinner, Vitaro. Siehst du? Komplett zu Recht hier der Gewinner des der Challenge des Hausbauens. Ich hab versucht, einen Pinguin selber zu bauen. Geil. Hab ich jetzt vergessen, wieso eigentlich? Weil der genauso aussieht wie ihr, ein Pinguin, den sie als Profilbild hat, also als Avatar, so. Dann wunderst du mich, dass du gewonnen hast, ey. Du brauchst schon so einen Custom-Pinguin dahin. Guck mal, da ist eine Katze sogar drin. Ja, das ist richtig schön reinschauen. Schlafzimmer, ne? Hier, guck mal, Schlafzimmer. Alles schön eingerichtet. Und hier Wohnzimmer, das sind sogar zwei. Das Wohnzimmer ist ja das Highlight hier, ne? Stimmt, weil es gibt, gut, das habe ich nicht ausgebaut, nee. Es gibt ein Highlight und zwar gibt es ja immer, halt wenn du mal im dunklen Fernsehen guckst, dann von außen halt ins Fernsehen reinschaust, da siehst du immer diese verschiedenen Farben, die dann immer aufblitzen, wenn du Fernsehen guckst. Das habe ich hier auch. Haha. Aha. Finde ich cool irgendwie. Ja. Hat irgendwie was. Ist irgendwie sehr realistisch, ne? Ja. Könnte fast meinen, das ist eine Mitarbeiter, guck einfach Fernsehen. Den ganzen Tag. Ich weiß auch nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, einfach mal gemacht. Das ist echt eine schöne Idee. Hat schon cool, ist schon was, ja. Hier auch noch Licht. Gut, hier sind Kerzen, okay. Ja, mutig. Ja. Und der Spielplatz gehört auch noch dazu, ne? Und der Spielplatz gehört natürlich auch noch dazu, ich gibt's ja. Kleinen Kletterbereich, dann eine Rutsche und dann halt hier eine Schaukel. Die Aufgabe war halt, irgendwas zu bauen, was schon in diese Ecke hier reinpasst, wo auch der Zug schön vorbeifährt. Deswegen ist es natürlich viel sinnvoller als meins gewesen. Aber klar, logisch, das ist der erste Gedanke vom Metaro. Wenn du eine Eisenbahn hast, irgendwo langfährt, ist man ein Kinderspielplatz daneben zu bauen. Vor allem mit so einem kleinen Mini-Zaun, wo du aber drüber auch rennen kannst. Das ist ein Stolperzaun, ey. Ja, aber so richtig. Guck mal hier, die achten gar nicht drauf hier. Guck, puff, Unfall. Das ist einfach keine normalen Menschen hier, die ein Besucher sind. Die können einfach alles. Besucher mal so, Zug mal so, Unfall. Ja, das ja, ist schön so sieht aus. Ja, ist schon okay. Hier ist auch so ein bisschen was. Siehst du auch ein bisschen Licht dabei. Ist doch top. Ja gut, der Pinguin sieht ein bisschen krüppelig aus, muss ich ja schon sagen. Ja, also man erkennt schon, dass er deutlich ähnlicher dem ist, der er sein soll, als der Pinguin, der im Spiel ist. Oh Gott, wie ich den gebaut habe, ey. Ja, Miniaturzeug bauen, das ist halt nicht einfach, ne? Nee. So, dann haben wir hier noch ein wunderschönes Karussell, Retro. Sind im Prinzip wieder am Anfang jetzt in dem Bereich. Wir sind theoretisch wieder direkt am Anfang, genau, hier ist noch ein schöner Platz. Ah ja, das waren die Ecken, die uns da so damals so gut gefallen haben, ne? So ruhigen, ja, genau. Ecken, die so schön sind. So ruhigen Ecken, genau. Ich glaube, das ist auch neu hier mit den... Meinst du, also die bunten Blumen? Weiß ich jetzt nicht, ja, irgendwie... Aber die Ecken kenne ich, glaube ich, noch. Ich glaube, so wahnsinnig viel hat sich hier vorne nicht getan. Ich glaube, die Achterbahn ist das Größte, was sich geändert hat. So, hier haben wir die Eisdiele, dann haben wir hier... Achso, das ist das Karussell. Ah, okay. Natürlich, das venezianische Karussell. Dann haben wir hier eine Ballonfahrt. Komisch, ich habe dasselbe Icon für meine Ballonfahrt benutzt. Und da weiß ich noch, dass es tatsächlich meine Idee war, dass hier hinten so ein Anlieger ist für den Luftballon. Ach, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Cool. Das ist natürlich eine richtige Attraktion, das kann man auch nicht in viel Freizeitparks machen. Nö. Das ist im Prinzip einfach ein etwas spektakulärer Aussichtsturm. Ja, mehr ist das nicht. Finde ich cool. Ja, was hat man für Sicht von da oben? Kommt, glaube ich, gerade wieder runter, ne? Natürlich. Ah ja, schön. Ja, schöne Sicht.
Ja, ah, man doch, hat einen, ne? Blick auf den ganzen, ne? Ja. Das ist schön, doch. Denke ich auch. Ein guter Platz dafür. Genau, neben der Luftballon-Attraktion, das passt schon. Ja, absolut. So, dann haben wir hier noch eine Einkaufsmeile. Kleine Mall. Oh. Ich glaube, die TMTKs waren, glaube ich, nicht damals drin. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich weiß nicht, aber das ist ein Pinguin. Da ist ein Pinguin. Pinguine sogar. Sieht ein bisschen gruselig aus. Bisschen. Ich finde deinen schon fast schöner. Wieder nur fast. Was soll das? Meiner ist schöner. Ja, aber es ist ein anderer Maßstab. Wenn du den Maßstab hier gebaut hättest, dann... Okay, dann, Challenge accept. Das funktioniert nicht, aber. Du schaffst das. Geil. Ah ja, der war auch total schön. Dieser Bahnhof hier, den mochte ich auch voll gerne. Ah, schön. Ja, dann, ich glaube, das war's. Hier ist noch. Meine auch, ich weiß gerade nicht. Kannst du den Eingang irgendwie mal von oben oder so gucken, ob wir da irgendwas übersehen haben? Aber ich glaube. Ja, natürlich. Wir haben das hier gesehen. Ich hoffe, du nimmst die Maus auf, weil ich sehe sie nicht. Ja, ich nehm die Maus auf, auch wenn sie bei mir lustigerweise im Spiel buggt, aber auf der Aufnahme nicht. Irgendwie ist das ganz komisch. Ah, so, das haben wir gesehen. Parkplatz haben wir gesehen. Das haben wir gesehen. Hotel haben wir gesehen. Gruselbereich haben wir gesehen. Stadt haben wir gesehen, Space-Bereich haben wir gesehen, Alpin-Bereich haben wir gesehen, Western-Bereich haben wir gesehen, Piraten-Bereich, ich glaube, das ist komplette Piraten, hier. Ja. Das war's. Bestimmt, was du sagst. Ich habe die ganze Zeit nur gesehen, gehört, was haben wir gesehen, aber ohne irgendeine Maus. Was wir natürlich machen können, wir können mal den Parkzug ein bisschen näher fahren, weil es ist ja anscheinend hier auch hier so Tunnel gebaut. Ja, können wir nochmal abfahren. Abfliegen. Abfliegen, ja. Ja, auch ein schöner Tunnel. Ja. Sehr funktional. Ach, schön mit dem Farbwechsel auch, ne? Ja. Cool. Ja, ich mag das sehr, dass dieser Zug so integriert ist in den ganzen Bereich. Und dann nicht einfach nur mit Seiten von allem vorbeifährt. Ja. Das ist natürlich eine blöde Stelle dafür, aber grundsätzlich fährt er ja wirklich durch die Bereiche durch, nicht dort vorbei. Das finde ich echt cool. Was halt mein eigenes Ding ist, ist halt, der Zug muss auf einer Ebene gebaut werden. Genauso wie der Pinguinufer. Da sind wir uns wohl nicht einig, ne? Ich finde mehrere Ebenen ja toll. Naja, also ich finde beim Zug find ich gar nicht so schlimm. Also wenn der Zug, also hier das mit den Anhalten, das finde ich schon sehr cool. Ja. Ich will das jetzt wissen. Ist das so standardmäßig? Ich weiß es nämlich nicht. Meinst du, wir müssen vielleicht auch mal anfangen, Zug zu bauen? Heißt das so Iron House? Ja, natürlich. Ja, passt. Nö? Hä? Ich habe lange nicht mehr gespielt, man merkt. Ja. Achso, ich muss ja schließen, ne? So, aha. So. Mhm. Jetzt will ich mal kurz gucken hier. Tatsache. Das gehört so. Stopp, Startbremse. Ist ja der Wahnsinn. Das Ding hat sowas? Weißt du, wir spielen dieses Spiel für mehrere tausend Stunden und wissen nicht, dass der Zug das kann. Ich habe den auch so selten gebaut, das Ding. Ja, ich auch. Krass. Ja, der lernt sich nie aus hier, ne? Aber ich habe ja die Mod drin, deswegen. Ja, aber die Mod fügt ja keine Symbole hinzu. Ja, ich nicht. Ja. Jein. Du kannst zwar, die Schiene wird zwar angezeigt hier, aber die ist dann unsichtbar, wenn's nicht. Weißt du? Mhm. Nö, vielleicht, cool, ja. Vielleicht ist ja auch eine Mod, keine Ahnung. Es ist in jedem Fall sehr cool, dass es geht. Nein, das ist wahrscheinlich keine Mod, das gehört anscheinend dazu, weil sonst wäre ja die Schiene nicht da. Das wäre ja. Hätte sie ja die Schiene auf die Schiene bauen müssen, um das realistisch wieder darzustellen, wie Strolch bei uns die Wasserbahn. Ich weiß schon, was du meinst, ja. 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 Ja, ein sehr schöner Park. Echt schön, was draus geworden ist. Also hier die Bereiche, das sind natürlich, die sind echt top. Ne, also. Ja. Wenn Shandy tatsächlich mal wieder einen Park anfangen sollte.
Und nur, sag ich mal, in dieser Größe vielleicht auch nur. Nicht so ein Riesenpark wie hier, sondern wirklich nur so den Bereich. Und das halt sehr detailliert, würde mich sehr freuen. Oh ja, ja. Ich finde es so in solchen Parks ja total interessant zu sehen, wenn du so ein Projekt hast, dass das so ein riesiger Park ist, den du über so lange Zeit baust, zu sehen, wie du dich weiterentwickelst und wie du deinen Baustil veränderst über die Zeit. Ja, also wenn du überlegst, dass, ich sag mal, hier so angefangen. Wahrscheinlich, ja. So Haus. Ja, Haus. Hier so Haus. Also, ne? Einfach nur Wände, Dach, Fenster, so. Und dann kommst du halt in sowas hier rein, was tiefer hat, was, ne? Ist halt, also, ja, wie soll ich sagen? Ist auch ein Haus, du. Ja, aber es hat halt Tiefe. Es ist halt nicht einfach nur Brett und Fenster. Ich glaube, es weiß jeder, was du meinst. Ja, so. Ja, ich konnte es gerade nicht richtig ausdrücken. Aber ja, ihr wisst schon, was ich meine. So, man sieht ja, es ist, auf jeden Fall. Es ist wirklich spannend zu beobachten. Ja. Es ist wirklich ein schöner Park geworden. Definitiv. Auch hier hinten, so die Ansätze waren ja da, ne? Also, ich finde das hier auch sehr hübsch. Ja, absolut. Und das ist glaube ich, mit der ersten, was hier im Park war, denke ich mal. Ja, soweit ich das mitbekommen habe, ist hier aber auch über einige alte Sachen nochmal rübergegangen und sowas, hat es teilweise angepasst. Und ich finde jetzt keinen Bereich in diesem Park hier irgendwie hässlich oder so. Nee, das nicht. Auf keinen Fall. Auch das hier. Also Geisterbahn war auch sehr hübsch. Was wir da vorgesehen haben, wo es so einfach nur leer war. Ja. Dann war es das von Shinvenger. Wenn dieser Baum jetzt nicht da wäre, wäre das echt schön gewesen. Ich dachte mir auch gerade so scheiße Baum im Weg. Ach ja. Ach man, es soll nicht sein. Es ist Seven Cents, was wir erwarten. Tja. So, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs och Mann, es ist spät. Also mental einfach abgeschaltet. Ja, ich hab mental schon abgeschaltet, tatsächlich, ja. Dann vielen Dank fürs dabei sein, ja. Ja, und gerne. Ja, vor allem, das ist jetzt unser drittes Video als Parktour, ne, zu zweit. Ja, irgendwann können wir es auch. Ja. Den Bluefire müssen wir entschuldigen, hätten wir vielleicht am Anfang sagen können. Der hat Internetprobleme gehabt und der wollte eigentlich heute auch dabei sein, aber ja, gut. Die Info hätte man natürlich am Anfang machen können. Aber vergessen. Ja, stattdessen können wir auch einfach uns jetzt verabschieden. Ja, genau. Also, Fazit, sehr schöner Park und wir verabschieden uns bis im nächsten Part in aller Frische. Mach's gut. Tschüssi. Tschüss.